So, wir kommen jetzt zu dem vorhin angesprochenen ziemlich interessanten Spiel, zumindest für die Deutschen. Es spielt Deutschland gegen Deutschland. Rinpoche gegen STP Rock. Ja, es wird ein seltsames Duell. Obwohl die beiden, die kennen sich sehr gut, sie spielen sehr viel zusammen. Und Bora meinte schon, dass er relativ wenig Chancen hätte. Er war aber doch gewillt, alles zu geben. Wir werden uns ein spannendes Match freuen. Und ja, nochmal auf die Unterschiede zwischen beiden. Schon die haben wir gerade eben schon gesehen. Richtig, der wird gespielt von Rinpoche. Ja, Rinpoche oder Bora. Und das andere ist Lei Fei. Und wir werden sehen, dass die Range von Lei Fei wesentlich größer ist. Deswegen kann er solche Sachen machen. Schön Stagger gesetzt. Und wir sind ja schon mitten im Game. Proberunden haben wir schon gespielt. Und ja, das macht der STP Rock wirklich gut. Übrigens sehr interessant, wir haben eine Map ohne Fans. Das heißt, wenn man hier die Gegner schön Richtung rausdrängt, dann kann man einfach mal rausschmeißen. Das ist wirklich sehr fies teilweise, weil einige der Wurfcharaktere einfach mal einander hoch rausgefallen können, auch über große, weite Strecken. Richtig, also wenn einer ein Spieler aus dem Ring ist, ist eigentlich ganz klar, dann geht der Punkt natürlich, beziehungsweise die Runde geht dann an den anderen Spieler. Momentan steht es noch 1:0 für STP Rock. Ja, wir sehen ja einfach mal, dass das jetzt... Legt ja auch gut vor, also wirklich. Er schafft halt diese größere Range vom Live-Fi wirklich gut auszuspielen. Das heißt, ihm ist immer wirklich sehr nah ran, um wirklich richtig arbeiten zu können. Er konnte keine Grabs setzen, hat jetzt ja auch verloren. Er hat erstmal nur ein Getränk in sich. Und somit ist die Hälfte der Kombos praktisch freigeschaltet. Ich glaube, auf 6 Minuten gibt die Marken 6 Getränke, wo er mehr hat. Und es gibt halt noch die Marke 9 Getränke. Richtig. Und auf diesen beiden Marken verändert sich halt das Kampfgeschehen. Aber wir sehen ja, das ist so... STP Rock spielt sehr variabel, er macht High Hits, Mid Hits, Low Hits und damit ist gerade Rinpoche ein wenig überfordert. Und ich denke mal, dass wir jetzt hier auch mit einem. Das ist gut reingehauen eigentlich. Vorbei. Und zack, schön den Grab gesetzt und dann ist es auch vorbei. Das heißt, 3-0 für Darius Schuizil. Ja, STP Rock auf jeden Fall. STP Rock. Jetzt ist schön hier in den Rücken den Stagger gesetzt, hinterher gegangen, schön auf den Boden gesetzt. Und jetzt können wir vielleicht das Ringout sehen, aber nein, er konnte schön über Sidesets sich rausbringen, aber er ist jetzt immer noch in der Gefahr des Ringouts und ist auch allerdings schon sehr low. Aber jetzt wieder schön in der Mitte. Gut, da hätte er nachlegen müssen, hat er nicht geschafft. Sich nochmal einen reingeschmissen, das heißt, er hat schon 4 Intus. 4 Intus, aber es reicht noch nicht. Und jetzt, das war knapp. Das war sauknapp, das wäre nur 4:0. Ein leichter Punch ist rausgewesen. STP Rock. Das wäre wirklich nur noch ein Schlag gewesen. Ja, minimaler Schlag, aber jetzt schön wieder geopend hier. Aber konnte die Kombo nicht ganz zu Ende führen und hat jetzt erstmal wieder kassiert. Und ist gerade im Hintertreffen, das erste Mal in diesem Match, dass er wirklich mit dem Lebenspunkt hinten liegt. Und jetzt hier schön die Grab-Kombo abbekommen. Schön gemacht. Und jetzt haben wir die wunderbare Grab-Kombo. Noch ein Schlag, noch ein richtiger Schlag und dann hat er diese Runde. Oh. Ah, das wäre jetzt traurig. Wir würden es ihm schon gönnen, wenn er es schaffen würde. Ja, eine Frage jetzt, wo die Getränke drin hat. Oh, das war viel. Sehr schön. Also geht diese Runde an. Jetzt hat er auch die Getränke drin, jetzt hat er eigentlich noch, ist er praktisch in die Stärke und könnte jetzt vielleicht mehr rausholen. Und hat er soll den Block besser stehen, also Lifeline kommt nicht mehr gut durch. Geht jetzt aber schön in die Offensive. Genau, also er macht jetzt Druck und das ist wichtig, um mal die Aktion des Gegners zu unterbinden. Schön gemacht. Jetzt, ein Hit und er hat es geschafft. Und ja, den Grab gesetzt, aber er ist aus dem Grab rausgekommen. Er hat sich befreit. Leider nicht getroffen, das war zu weit weg. Oh. Schön noch geblockt. Jetzt hat er ihn. Zweiter Sieg sehr für schön. Bora Dielsen. Sehr schön. Guten Opener gesetzt gerade, da leider nicht mehr nachgehakt. Er hätte einen schönen Stecker gehabt und hätte einfach ein bisschen nachsetzen können. Schöner Grab hier von Leifei. Und er macht jetzt aber ernst, er will das jetzt zu Ende bringen. Er muss nur noch einen Sieger fahren und jede Zeit, die er länger braucht, wird immer gefährlicher für ihn. Wegen der Getränke. 12 Intus und das ist schon ganz gut dabei. Man kann es lustigerweise auch an der Röte seines Kopfes beobachten, die er drin hat, aber es sieht jetzt nicht gut aus. Und da ist das K.O. Oh. Die erste Runde geht an Darius Schuizil. A.k.a. STP Rock. Ja, wir haben gesehen, dass schon nie braucht diese leichte Aufwärmphase. Er braucht halt die Getränke.